Lieber Arndt, ich habe dich erst vor einer Stunde kennengelernt, 18 Uhr. Also kann ich es nur euch eins zu eins wiedergeben, wenn ich das Verfahren der beiden Vorredner mich halten wollte, was ich in den letzten eineinhalb Stunden mit dir verbracht habe. Und ich muss bestätigen, außerordentlich bescheiden, sehr, sehr sympathisch, bin sehr stolz und sehr froh, dass du als Kirchner bist und dass wir dich hier heute ehren können. Auch der Arndt trainiert nicht in Holzkirchen, wohnt nur hier, aber wir werden das auszubauen wissen. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich erfuhr, dass der Pfeiffer die Goldmedaille gewonnen hat, haben mich schon bereits sportbegeisterte Freunde und Bekannte angerufen, E-Mails geschickt und so weiter und gefragt, kann es sein, dass dieser Arndt Pfeiffer Holzkirchener ist, weil scheinbar in der Berichterstattung das immer wieder gesagt wurde. Eine E-Mail möchte ich zitieren, das ist, um Ihnen die Authentizität dieses Vorgehens zu beweisen. Lieber Olaf, wenn meine Schwiegermutter recht hat, wohnt der heutige Olympiasieger Arndt Pfeiffer in Holzkirchen. Kannst du das nachschauen? Wenn ja, dann sollten wir ein Grußplakat entwerfen, oder? Liebe Grüße aus dem Skiurlaub. Ich habe dann wirklich nichts gewusst von diesem Ereignis und habe dann unter Arndt Pfeiffer recherchiert und habe dann also nichts gefunden. Habe dann einen gefunden, der wohnt in Flensburg. Flensburg ist nicht so weit, nicht so nah bei Holzkirchen. Habe aber dann tatsächlich in den Nachrichten, im Radio gehört, ein Arndt Pfeiffer aus Holzkirchen hätte also die Goldmedaille gewonnen. Habe das dann natürlich auf die falsche Schreibweise dieses Namens zurückgeführt und wir haben uns auch kurz unterhalten vorhin, haben darüber gesprochen und ich glaube, das ist so ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht, dieser Name. Ich glaube, du solltest dich Pfeiffer nennen lassen. Du musst den Antrag bei der Gemeinde stellen, weil die meisten sagen zu ihm Pfeiffer, aber er heißt nicht Pfeiffer. Also ich glaube, das wissen wir alle, das stellt vielleicht so aus, er heißt Arndt Pfeiffer. Er hat zwei F, aber die sind in der Mitte. Da kann man sich das so merken, der Arndt ist keine Pfeife, sondern Olympiasieger.